Ja, moin moin und willkommen zurück bei Let's Play Gothic. Wir reden mit Ulbert, denn hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben. Wir sind in der alten Mine. Auf geht's. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was, ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Jo, 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 ich lass dich vorbei. Beruhigen Sie sich, mein Herr, beruhigen Sie sich. Wir wollen mal speichern und dann nehmen wir einfach mal hier alles auseinander. Zweimal Feuerball, Erz, Licht, Feuerfall. Okay, okay. Das sieht doch nach nicen Sachen aus. Schauen wir mal hier hinten. Da geht eine Leiter runter. Probieren wir mal aus, wo die hinführt. Sie sieht auf jeden Fall schon mal lang aus. Oh ne, es geht. Okay. Ich halte mich da lieber raus. Okay, das. Ja gut. Die Leiter kann man sich sparen. Würde ich sagen. Butler Grimes. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Ja. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Na, das werden wir mal sehen. Dir auch, Jungchen, dir auch. So. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Entschuldigung. Hey, vermisst du nicht deinen Thronschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Wir können ihm den... Aaron ist wirklich nicht der Hellste. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Ja, natürlich. Wir sehen uns vor. Hey, du. Es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ups. So. Kiste, Kiste. Ich denke, da dürfen wir aber nicht dran. Aber die hier können wir vielleicht kriegen. Ohne, dass es jemand merkt. Okay, der Gardist lehnt an dem Pfosten und so wie wir da... Okay. Vergiss es. Diese Kisten sind bewacht. Da kommen wir jetzt erstmal nicht dran. Vielleicht später. Wir reden mit Ian. Zu dem sollen wir ja. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden.
Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Scheint ja ein krasses Zeug zu sein. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werde es mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Das war ja einfach. Ich würde aber gerne noch mal wissen. Ich glaube zwar nicht, dass wir eine Chance haben, aber ich würde gerne mal wissen, ob wir... wie wir mit Minecrawlern klarkommen. Und ich meine, hier unten sind welche. Direkt, ja. Also ich will nur mal wissen, wie viel Schaden wir machen. Okay. Ja. Also wir nehmen zwar gut Schaden, aber ich denke, so wie wir eine bessere Rüstung haben, ist das kein Problem mehr. Ja, und damit können wir eigentlich auch schon wieder aus dieser Mine hier raus. Weil mehr gibt's hier eigentlich nicht für uns zu tun im Moment. Also klar, wir könnten die Minecrawler angreifen, aber das dauert einfach ewig und bringt nicht viel. Also ich meine, es bringt viel, aber wir können es halt auch später machen, weil ich kann mich erinnern, dass wir hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen müssen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das später. So, was ja auf keinen Fall in die Hände des neuen Lagers geraten darf, ist diese Liste, die wir gerade von Ian bekommen haben. Und deswegen bringen wir doch die Liste jetzt einfach mal zum neuen Lager. Hab gehört, das macht Sinn. So, bevor wir jetzt hier rausgehen, einmal speichern. Nur für den Fall, dass hier gleich wieder alles explodiert. Ne, geht. Sehr gut. So, und jetzt wo ich hier wieder draußen bin, kann ich ja mal erzählen, ich habe ja in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt, holt das auf jeden Fall nach, weil ich bin gerade über den Effekt oder die Effekte aus der letzten Folge bin ich echt sehr happy mit. Ich fand, also dafür, dass ich das ja jetzt wirklich noch nicht lange mache, finde ich, ist mir das sehr gut gelungen und ich bin da wirklich stolz auf mich, was ich selten bin sonst. Ist hier unten nicht ein Wasserfall? Und also eine Höhle hinterm Wasserfall? Da bin ich echt stolz drauf. Und ich würde mich sehr freuen, da ein bisschen Feedback zu bekommen, auch ob das wirklich so okay ist oder so gut ist, wie ich das denke, dass es ist. Oder ob ihr mich dann doch lieber auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, nee, das ist überhaupt nichts, was du da gemacht hast. Aber ich fand's gut. So, hier war tatsächlich was hinterm Wasserfall. Das sah irgendwie gerade ganz komisch aus.
So. Neues Lager. Waren wir schon lange nicht mehr. Können wir eigentlich hier durch? Ja, gell? Wir müssen da nicht irgendwie komisch außen rumrennen jedes Mal. Und auch hier lang laufen. Wenn wir dann noch hier rüber springen, werden wir weggetrieben. Das ist auch sehr gut. Ah, okay, hier kommt man nicht raus. Okay, das dauert jetzt ewig. Ich mache mal gerade den Speed rein. Okay, jetzt kann ich den Speed, glaube ich, wieder ausmachen. Das Meistern wird damit jetzt geschafft. So. Hier haben wir ja letztes Mal Lefty verkloppt. Und den Reislord. Die lassen uns jetzt in Ruhe. Und dann wollen wir mal zu Laris. Und dem den Zettel hier geben. Findet ihr auch, dass obwohl Gothic schon so alt ist, ich meine, es ist 22 Jahre alt, glaube ich. Ich glaube, 2001 kam es. Gerade wenn man das mit dem Hinterkopf behält, sieht es immer noch irgendwie schön aus. Du schon wieder? In der Tat. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ian hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Torus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Torus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Naja. Laris? Oh, hör doch auf, die einzurauchen und rede mit mir. Komm schon. Danke. War nicht besonders schlau. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Du qualmst, Bruder. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Zu Diego gehen. Viel Gerenne anscheinend in dieser Folge heute. Ich würde allerdings sagen, dass wir auch das gleich wieder mit ein bisschen mehr Tempo machen, weil ich möchte heute noch die beiden Arena-Kämpfe machen. Das ist nämlich, ist mir gerade eben eingefallen, dass wir das ja noch gar nicht gemacht haben. So, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Tempo. Und ja, die würde ich gerne heute noch beide machen, also sowohl den gegen Kirgo, als auch den gegen Karim. Ich hoffe, wir schaffen Karim. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das hinkriegen würden. Wir haben, glaube ich, noch... Ja, wir haben noch 10 Lernpunkte. Und die können wir ja dann auch gleich einfach nochmal in Stärke stecken. Dann haben wir 50 Stärke. Und ich glaube, dann kommen wir... Gegen Kirgo auf jeden Fall klar und vielleicht auch gegen Karim. Was wir auch machen können, ist, wir können nochmal Bloodwind suchen und dann uns mal weigern, ihm Erz zu geben. So, wo ist Diego? Hier. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist definitiv. Ich hab die Liste von ihm. Immer wieder dieselbe. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. War nicht besonders schlau. Mach's gut. So. Das wollte ich mir noch stärken. Kannst du mir was beibringen? Ja. Wenn du meinst. Bei mir kannst du lernen. Ja. Stärke plus 5 und Stärke plus 5.
Das ist wirklich nicht mein Problem. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Wenn du meinst. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Doch klar, dass das Ärger gibt. Ja, ich denke auch. Mach's gut. So, jetzt haben wir haben sogar 55 Stärke. Kann schon sein. Ja, dann können wir ja auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, dann müssten wir es hinkriegen. Können ja nochmal hier uns gerade eine Portion Essen abholen bei Snuff. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön. So. Dann wollen wir doch mal versuchen, uns mit Kyogo zu boxen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken und erzähl mir was von draußen. Ja, erstmal einen trinken und dann kämpfen können wir auch machen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ja, auf geht's. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Okay. Ja, das war tatsächlich nicht so schwer. Also Kyogo ging gut. Können wir mal Sketty erzählen, dass wir Kyogo umgehauen haben? Was sagt er dazu? Ich habe gegen Kyogo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Komm mal hier raus. Hinterlässt einfach so eine riesige Blutspur. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Ja, von mir aus ist jetzt gut. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal mit Karim. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Immer wieder dieselbe Lache. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ja, doch, ich hab da bestimmt noch was. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin.
damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. So. Dann versuchen wir mal Karim. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay, wir können so schnell zuhauen. Ja. Okay, das war irgendwie sehr einfach. Reis, Brot, Fleisch, Reis, Schnaps. Alles klar. Heilen. Ja, heilen können wir uns ja eigentlich mal. Wir haben so viel Heilzeug im Moment. Passt schon. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ach so. Ein guter Kampf. Dein Training hat sich ausgezahlt. Jo. Das sehe ich auch so. Ist die Waffe, die er dabei hatte, vielleicht besser als unsere? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hatte die Stachelkeule hier. 25, 29 haben wir. Ich würde ja gerne die Hüterklinge, die können wir eigentlich auch anlegen, aber das ist halt zwei Hände. Du hast gewonnen. Sind halt mit zwei Händen können wir halt nichts. Also bleiben wir erstmal hierbei. Sketty. Ich bin gegen Karim angetreten. Und du hast ihn umgehauen. Ich muss schon sagen, nicht schlecht. Er war immer einer der besten Kämpfer hier. Du hast mich schwer beeindruckt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal schlafen. Und dann reden wir nochmal mit Diego. Gucken mal, ob wir uns dem alten Lager hier anschließen können. Und wenn ja, dann gehen wir zum neuen Lager und schließen uns dem an. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau warum, aber ich finde irgendwie... Ich finde es im neuen Lager irgendwie besser. Wobei ich auch irgendwie doch Lust hätte, Templer zu werden. Ich meine, wir haben jetzt die freie Wahl. Wir können eigentlich alles machen. Aber... Ich denke, wir werden Bandit. Erstmal speichern, damit wir das zurücksetzen können. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Aber dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen. Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wenn du meinst. Mach's gut. Wenn Torus uns zu Gomez lässt, bedeutet das ja, dass Torus uns in die innere Burg lässt. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht erst noch das mit den Magiern regeln können. Oder ob wir uns jetzt hier anschließen müssen. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner.
Okay. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Was soll ich denn für einen Ärger machen? Ich bin so ein richtig kleiner Wicht. Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. War nicht besonders schlau. Ich bin auf dem Weg zu Gomez. Ich will mich euch anschließen. Du? Hast du überhaupt schon was für uns geleistet? Die Schatten waren zufrieden. Von Schatten will hier keiner was hören. Hier drin geben wir den Ton an. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Okay. War nicht besonders schlau. Na gut, was haben wir hier? Ein Schießplatz oder so? In einem Haus? Da oben sieht es nicht so aus, als würde es was geben. Was haben wir hier? Hier ist gar nichts. Jetzt werde ich mal gerade eben das hier kurz anwerfen, aber hier in dem Raum ist sonst nichts weiter. Hier ist Erz. Okay. Was haben wir denn hier unten? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Erstmal Erz. Okay, bevor das wieder hier so ein Schloss ist, was man gar nicht aufkriegt. Das ist so eins. Dann lade ich mal lieber wieder neu. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass wir hier nicht mehr rauskommen, aber hier ist ja eine Leiter. Hier ist ja alles voll mit Erz, warum? Da liegt auch noch einer. So, Gardist. Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass Gomez da drin ist. Das sieht nach Magiern aus. Quatter. Ihr habt ganz schön viel Platz hier in der Burg. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wollte mich mal ein bisschen umsehen. Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich hab damals schnell gemerkt, dass es besser ist, sich ihm anzuschließen. Schon als wir damals noch alle im Kerker eingepfercht waren und in den Minen schuften mussten, hatte er unter den Gefangenen am meisten zu sagen. Es gibt Kerker unter der Burg? Ja, aber sie sind heute leer. Seit dem großen Aufstand will da niemand mehr rein. Man darf auch nicht alles glauben, was man wahrscheinlich hast du recht. Na, hier gucken, was hier so los ist. Ich hör mich da lieber raus. Hier sind jede Menge Truhen. Wollen wir mal eine aufmachen und gucken? Gibt's doch gar nicht. Bolzen, Fackeln, Schlacht um Varant. Essenz der Stärke. Ja, okay, also. Ich glaube, wir machen jetzt noch die restlichen Kisten hier auf. Das bedeutet, wenn ich das mache. Wir haben jetzt noch eine Minute. Ich mache hier einfach wieder eine Timelapse draus. Eine kurze. Und dann sehen wir uns nochmal wieder, wenn ich die Folge beende. Bis gleich.
So. Wir sind fertig mit der kleinen Diebestour. Ihr habt vielleicht gesehen, so richtig spannend war es jetzt dann doch nicht. Also ich habe anscheinend die einzige Truhe aufgemacht, in der wirklich was Cooles drin war. Jetzt 40 Minuten Aufnahmezeit. Die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen länger als die 30 Minuten. Ich hoffe, das ist okay, aber ich denke, so ist es dann doch für alle am besten. Sonst hätte ich in der nächsten Folge 10 Minuten damit verplempert, unnütze Kisten aufzumachen. Und ich denke, dann können wir es hier jetzt auch erstmal beenden. In der nächsten Folge schauen wir uns dann hier in der Burg noch ein bisschen weiter um, geben den Brief ab und dann schauen wir mal, welchem Lager wir uns anschließen. Bis dahin. Ciao.